Vorbereitung auf die Beichte ganz wichtig ist, man kann nichts falsch machen. Man muss nichts auswendig lernen. Und am einfachsten ist es das, wie in jeder Beziehung, wo ich merke, es ist was schiefgelaufen, da tut es innerlich weh, da beißt das Gewissen, da habe ich irgendwie sogenannte innere Schmerzen, da schauen, wo kommen die her, und dann bin ich schon ganz schnell im Bereich von Schuld und Sünde, und wenn ich die dann halbwegs geordnet im Beistuhl ins Wort bringe, dann ist das schon so in Ordnung. Man macht nichts falsch, man kann es auch stottern, Hauptsache ich gehe hinein und sage, ich möchte es besser machen, es tut mir leid. Ich mache die Erfahrung, wenn ich hier als Gemeindepfarrer Beichte höre und es kommen Menschen aus meiner Gemeinde, die ich auch kenne, die gehen mit der gleichen Würde, mit dem gleichen erhobenen Haupt rein, wie sie auch rausgehen. Ich sage immer, wir werden ja selbst gebeichtet. Das meiste, was ich höre, das könnte mir genauso gehen. Und ich merke für mich selbst, in dem Maß, wie ich selbst zum Beichten gehe, kann es auch gut auf die anderen hinhören, ohne dass ich denke, das ist jetzt in meiner persönlichen Geschichtssammlung eine mehr. Wenn Kinder was angestellt haben und hatten vorher den Eltern versprochen, wenn sie außer Haus sind, sie spielen natürlich in der Wohnung nicht Fußball, und die Bodenvase ist zu Bruch gegangen, natürlich von selbst, wie so oft, aber irgendwann hat man die Schuld eingestanden und die Eltern haben gesagt, okay, ist jetzt so, ist zwar schade, aber dir ist vergeben, du bist mein geliebtes Kind. Ich glaube, dass das Kind dann von selbst weiß, dass es nächsten Samstag, wenn die Eltern wieder außer Haus sind, nicht mehr Fußball spielt. Und das Gleiche gilt für unsere Erfahrung mit dem Beichten, mit dem Sakrament der Versöhnung. In dem Moment, wo ich Gottes Versöhnung neu erfahren habe, brauche ich gar nicht groß vom Priester gesagt zu bekommen, jetzt mach's besser, sondern das mache ich dann schon intuitiv, denn ich weiß, ich hatte gegen seine Liebe verstoßen, er schenkt sie mir jetzt bedingungslos wieder ganz neu, und jetzt darf ich wieder neu versuchen, auch da halbwegs adäquat darauf zu antworten. Wenn ich im Beichtstuhl gesagt bekomme oder im Beichtgespräch gesagt bekomme, im Namen des Herrn, deine Sünden sind dir vergeben, dann kann man fast schon physisch merken, wie der schwere Stein von der Seele purzelt. Von dem her braucht es die Beichte. Es braucht sie vielleicht mindestens genauso sehr wie früher, wenn wir darauf schauen, wie stark das Beichtsakrament abgenommen hat und gleichzeitig wie viele Menschen mittlerweile mit ihren Problemen zu Psychiater oder Psychologen gehen. Auch nicht zu Unrecht, aber ich denke, einige Dinge sind dabei, die kann man über das Thema Schuld und Sünde auch leichter abarbeiten oder kann damit unbefangener umgehen, wenn ich sie einfach immer mal ins Wort hebe und gesagt bekomme, das ist jetzt keine Erkrankung, sondern das ist einfach eine Sünde und davon bist du jetzt befreit.